Heute wollen wir uns eine App ansehen, mit der wir auch viel in der Praxis arbeiten. Hier auf dem iPad, und zwar Stop Motion, mit der wir Stop Motion Filme aufnehmen können, einzelne Bilder und die dann gleich auch in der App zu einem Film zusammenfügen können und dort auch weiterführende Einstellungen vornehmen können. Kann man sehr gut anwenden von Kindergarten bis Grundschule über weiterführende Schule, weil es halt ein sehr einfaches Tool ist, um mit einem Tablet eine kleine Geschichte erzählen zu können. Und ja, wir öffnen am besten die App mal. Da sehen wir oben dieses Plus, damit werden neue Projekte angelegt und das wollen wir jetzt auch mal machen. Daneben seht ihr übrigens noch diesen Willkommensfilm, das ist so ein Beispielfilm, der in der App vorinstalliert ist. Über das Plus kann man eben ein neues Projekt anlegen, das ist auch dann gleich gespeichert. Wenn man das öffnet, sieht man dann gleich über die Kamerasicht. Wir haben jetzt hier zwei Marienkäfer, die später eben für so ein paar Beispielfotos unsere Hauptrolle spielen sollen. Man sieht auf der rechten Seite schon sehr markant den Aufnahmeknopf für die Kamera. Damit nehmen wir dann Fotos auf, die dann unten in der Leiste am unteren Bildschirmrand zu sehen sein werden. Wir setzen jetzt nochmal den Fokus. Funktioniert wie sonst auch bei der Kamera, kann man den Fokus setzen und dann direkt an den Stellen fokussieren, in denen das sich dann abspielen wird. Genau, über den Aufnahmeknopf, den ich jetzt gerade eben gedrückt habe, kann man dann die Fotos sehen. Wir sehen, wir haben jetzt ein Foto schon unten, ist noch leer. Wir bewegen jetzt mal unsere Käfer. Das war meine Hand, genau. Wenn man dann das passiert ja auch durchaus mal bei diesen Momenten, dass man ein Foto aufnimmt, was man nicht haben will, dann kann man hier zurückgehen, auf das Foto tippen und wenn man dann noch einmal drauf tippt, öffnet sich ein Kontextmenü und da gibt es die Möglichkeit, das dann eben zu löschen. Das habe ich jetzt gemacht, jetzt ist es wieder weg und wir können weitermachen. Und dazu, wie bei animierten Geschichten, das schiebt man da ein bisschen, macht ein Foto, das Kabel vom Kopfhörer im Weg. Genau, und man animiert jetzt quasi seine Figuren und kann dann immer weiter Fotos schießen. Das kann recht schnell funktionieren. Ich mache das jetzt auch hier mal für diese Übung mal ganz geschwind. Immer schön Hände aus dem Bild, ein Foto nach dem nächsten. Unten sieht man, wie die sich aneinanderreihen. Und man hat dann auch immer gleich die Möglichkeit, sich die dann wieder anzugucken, wenn man das denn möchte. Wir machen jetzt hier einfach mal ein paar Bilder, dass wir ein bisschen Material haben, mit dem wir dann arbeiten können. Das iPad ist übrigens auf ein Stativ montiert, damit wir hier die Möglichkeit haben, auch so einen festen Bildausschnitt zu wählen. Für eine einfache Geschichte reicht das. Wenn man natürlich, man kann aufwendigere Sachen machen, dann kann man natürlich auch dran denken, da dann die Einstellungsgröße oder den Blickwinkel dann zu verändern, um die Geschichte ein bisschen spannender zu halten. Ja, ich schiebe jetzt hier nochmal die Marienkäfer ein bisschen durch die Gegend, mache fleißig Fotos dazu. Sind jetzt bei 14, 15, genau. Und so geht das dann weiter. Denn letzten Teil von der Animation mache ich das ein bisschen schneller laufen, damit wir nicht jetzt hier jedes einzelne Bild angucken müssen. Wir sind ja dann jetzt doch schon bei fast 40 Bildern gleich und bringen jetzt hier die Animation für das Beispiel zum Ende. Die beiden Marienkäfer haben sich getroffen. Wenn wir nochmal schön einzelne Bilder machen, je mehr Bilder man macht, desto besser ist es auch für die Erzählung, desto flüssiger ist der Ablauf. Man kennt das aus anderen Stopptricks. Und genauso funktioniert das hier auch. Und jetzt wird es interessant, wenn wir zum Ende kommen. Kann man in dieser App eben auch festlegen, wie lange einzelne Bilder stehen sollen am Anfang? Dazu hat man, wenn wir jetzt dann hier fertig sind, noch dieses Einstellrädchen. Das ist auch in der Leiste unten. Und da klicke ich mal drauf, kann man einstellen. Wir lassen das jetzt einfach mal bei diesen 5 Frames, das hat sich erst relativ gut erwiesen, ist da ja auch der Standard, die Standardeinstellung. Kann aber auch eben langsamer oder schneller ablaufen lassen, je nachdem, wie viele Bilder man halt dann auch fotografiert.
Oh. Und dann eben auch noch so Einstellmöglichkeiten, wie wir als Schleife abspielen. Das ist, lassen wir jetzt einfach mal drin, aber nicht. Dann haben wir einen Timer für die Kamera noch, genau das habe ich noch nicht erklärt. Und über dem Kameraknopf ist dann noch der Abspielbutton, mit dem wir dann quasi die aufgenommenen Bilder als Clip abspielen können. Und dazu haben wir auch oben nochmal in dieser unteren Leiste diese Pfeile, mit denen wir an zum ersten Bild springen können. Dann läuft der Film ab, wenn wir auf den Play-Button drücken. Und dann finden sich unsere Marienkäfer. Ganz kurzer Clip, der läuft jetzt als Schleife. Aber genau so soll das ja sein, nur als kleine Erklärung, wie das Ganze denn so funktioniert. Man kann jetzt eben noch nachträglich editieren, wenn man das dann möchte. Das wollen wir jetzt hier für unsere Erklärung nicht unbedingt. Das reicht uns eigentlich soweit. Man hat oben noch Einstellmöglichkeiten über so ein zweites Menü über Weißabgleich und Dinge, die man machen kann, aber wir jetzt für unsere Beispiele nicht machen möchten. Genau, eine Sache noch. Wir sehen auf der linken Seite gegenüber von dem Kamerasymbolen hier einen Schieberegler, mit dem wir wechseln können, zwar quasi zwischen dem Kamerabild, das die Kamera jetzt gerade sieht, und dem letzten aufgezeichneten oder dem ausgewählten Bild, um dann unter Umständen noch, wenn man was nacharrangieren möchte, sieht, quasi einen Vergleich zwischen aktuellem Bild und aufgenommenem Bild, falls man irgendwas korrigieren möchte von der Position, von der Stellung der Figürchen oder von dem, was man aufgenommen hat. Genau, dann können wir über diesen Zurück-Button ins quasi wieder Richtung Hauptmenü gehen. Wir sehen hier unseren Film, den benenne ich jetzt mal noch schnell um, nenne ihn Test, fertig und sehe dann unten, ich habe ihn heute erstellt, er ist 7 Sekunden lang, 39 Bilder und 78 MB groß. Ich kann ihn jetzt auch angucken, ich kann ihn exportieren in alle möglichen sozialen Netzwerke, das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich kann ihn eben hier unten auch speichern, und zwar in der Camera Roll, im Fotoalbum, das ist das erste Symbol, und habe ihn dann bei meinen Videos und anderen Bildern, die ich mit dem Tablet gemacht habe. Genau, so viel dazu. Wenn wir noch weiter zurückgehen, sehen wir nochmal genau dieses erste Menü. Neben dem Beispielfilm ist jetzt unser Film, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!